Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch mein neues Schnittmuster, die Bluse Anna, nähen. Und das ist eine richtig schöne Bluse, gerade jetzt, so für die Herbst- und Winterzeit. Und eigentlich auch gar nicht schwer zu nähen, aber ein richtig schöner Hingucker durch die Biesen am Vorderteil. Und heute nähe ich mit euch als erstes die schnelle und einfache Variante, so würde ich es mal nennen. Die ist aus einem etwas festeren Baumwollstoff, aber Anna fällt auch richtig schön aus Viskose. Das ist dann diese grüne Variante hier. Da ist sie aber ein bisschen kniffliger zu nähen und da kommt das Video dann morgen dazu. Also viel Spaß beim Gucken! Als erstes wieder ein Blick auf die Fakten. Also Anna ist ein Schnittmuster für Damen. Es ist eine Bluse für Webware. Und das Schöne sind die Biesen an den Vorderteilen. Sie hat einen kleinen Stehkragen und ich habe diesmal auch gleich an die Größen 34 bis 50 gedacht. So, los geht's wieder mit dem Versäubern der Schnittteile. Und in dem Fall bei Anna versäuberst du bitte alle Schnittteile, lässt aber die Vorderteile aus. Da werden erst die Biesen reingenäht und wenn die Biesen drin sind, dann wird auch oder werden die beiden Vorderteile versäubert. Genau. So, als erstes werden dann auch gleich mal die Biesen markiert. Genau, und als erstes wird das auf dem Schnittmuster vorbereitet. Bitte frag mich nicht, warum ich das hier auf den Stoff gelegt habe. Ist ein bisschen gefährlich, also lieber ohne Stoff drunter erstmal vorarbeiten. aber bei mir ist nichts passiert, bitte nicht zu Hause nachmachen. Ne? Also das, was wir jetzt machen, bitte lieber ohne Stoff drunter. aufgrund der Übersichtlichkeit habe ich nämlich die Verbindungslinie, an der die Biese abgenäht wird, nicht mit auf dem Schnittmuster aufgenäht, sondern oben sind für die 5 Biesen jeweils, oder oben ist der Startpunkt und unten ist der Endpunkt markiert. Und jede Biese hat 2 Striche in einem Abstand von 1 cm. So viel Stoff wird weggenäht, wenn du eine Biese nähst. Und als allererstes solltest du dir die passende Biese zu deiner Größe heraussuchen und für dich nochmal farblich markieren, damit du einfach genau weißt, wo du lang nähen musst. Genau. Deshalb jetzt hier Achtung, ne, bitte nicht mit Stoff drunter, wenn du dann drauf landest, wäre blöd. Also 2 Striche, das ist 1 cm Abstand. Und in der Mitte von den 2, also in 0,5 cm Abstand, machst du dir dann einfach nochmal einen zusätzlichen Strich hin. Genau. Der mittlere Strich mit den 0,5 cm, das ist der, wo die Biese entlang gebügelt wird. Und das ist der Verbindungsstrich, den du jetzt hier zeichnest. Genau. Und ansonsten habt jetzt oben bitte an dem mittleren Strich jeweils das Ganze mit einer Stecknadel markieren. Wie gesagt, du kannst das auch einfach mit Kopierpapier machen und mit einem Rädchen, aber ich wollte jetzt mal eine andere Variante zeigen. Das mit dem Kopierpapier und dem Rädchen, das verlinke ich hier oben mal. Genau. Und nun, wenn du oben die Stecknadeln und unten die Stecknadeln drin hast, jetzt kannst du dir deine Schneiderkreide nehmen und das Ganze miteinander verbinden und hast jetzt den Strich, an dem die Biese gebügelt wird. Wenn du jetzt von jeder der 5 Biesen den mittleren Strich von oben nach unten verbunden hast, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt müssen wir das natürlich auch noch auf das andere Vorderteil machen. Und da kommt jetzt nämlich schon das Problem, dass wenn du dir die Vorlage rauflegst, das Ganze ja oder die Striche nicht mehr zu sehen sind. Deshalb war es wichtig, dass du die Striche jetzt markiert hast und die ziehe ich mir jetzt nach. Und so ein bisschen durchdrücken, ne? Geht auch mit so einem Kopierrädchen. Dann hast du nämlich jetzt auf der anderen Seite hinten die Delle und siehst, wo die Biese lang geht. Diese Markierung hättest du jetzt natürlich schon drauf, wenn du das Ganze mit dem Kopierrad und Kopierpapier machst, aber ich wollte ja mal eine andere Variante zeigen. Genau, jetzt kannst du das Ganze wieder auf den Stoff legen
Und siehst ja jetzt das, die durchgedrückte Biese und kannst eben jetzt oben und unten das Ganze wieder mit den Stecknadeln markieren. So, und bitte nicht wundern, das sind jetzt in dem Fall hier nur 4 Biesen, weil das ist der Prototyp noch gewesen, da hat eine Biese gefehlt. Die kam dann im Schnittmuster mit dazu. Du musst 5 Biesen nähen, sonst passt's nicht. Genau, also oben und unten markieren und dann hier auch wieder verbinden. Und noch einmal zum Verständnis, weil ich weiß, dass das so ein bisschen unübersichtlich sein kann. Jede Biese hat angezeichnet 3 Striche. An dem mittleren Strich, den du jetzt hier nachzeichnest, bügelst du nachher das Vorderteil und dann liegen die anderen 2 Striche quasi übereinander. Und dann kannst du entlang dieses Striches, das sind 0,5 Zentimeter Abstand, die Biese abnähen. Du kannst sie natürlich nach dem Bügeln an diesem Strich diesen halben Zentimeter auch noch mal mit einem Strich markieren und dann dort entlang nähen, aber eigentlich sollte da die Stichplatte von deiner Nähmaschine da auch eine Einteilung haben. Und bei mir ist es zum Beispiel dieser ganz kleine Ministrich dort, ne? Das sind 0,5 cm und da kann ich den Stoff eben auch entlang fahren. Oder du machst dir, misst es ab und machst da einmal so ein Washi-Tape irgendwie lang, ne? Oder ein Klebeband und ziehst den Stoff da entlang. Oder du nimmst eben so ein Handmaß wie hier. Und da kann man ja auch ganz super den 1 cm sehen. Und dann nähst du dort eben die Biese in diesem halben Zentimeter ab. Ja, also hier ist es genau mal eine Kerbe, ist so ein halber Zentimeter. Also das gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dir das Leben auch einfacher machen. Und wo du eben nicht alles nochmal aufzeichnen musst und am Ende dann da 3 Striche oder 4 Striche hast und nicht mehr weißt, an welchem du lang nähen musst. Und wenn du jetzt alle 5 Biesen bei dir genäht hast, dann werden auch die beiden Vorderteile einmal ringsum versäubert. Also nun einmal alles in einem Rutsch versäubern. Achte jetzt bitte drauf, dass die Biesen oben in eine Richtung zeigen. Ich würde es immer zur Knopfleiste hinlegen, dann sieht es ein bisschen gefälliger aus. Aber die Biesen sollten jetzt einfach alle in eine Richtung geklappt sein, damit es zum Schluss auch einen einheitlichen Look ergibt. Wenn die Vorderteile versäubert sind, dann werden jetzt die passen an die Vorderteile genäht. Immer noch mal gucken, dass du auch die richtige Passe auswählst. Ist manchmal ein bisschen doof, weil da ist ja auch der Armausschnitt. Das sieht man meist nicht so auf den ersten Blick. Genau, das Ganze rechts auf rechts auflegen und dann mit der normalen Maschine einmal zusammennähen. Ich mag es dann auch gern, wenn das Ganze oben nochmal abgesteppt wird. Genau, dann sind zum einen die Nahtzugaben hinten befestigt und es sieht einfach nochmal nach einem schönen Abschluss aus. Genau. Ja, und wie du bei mir schon siehst hier, das hat mit den Biesen nicht ganz so gut geklappt. Ne? Also bitte wirklich aufpassen, das wird dann immer noch schöner. So, als nächstes bitte die Knopfleiste in der Mitte bügeln und zusammenfalten und dann rechts auf rechts auf die Vorderteile legen und dann festnähen. Und dann, wenn du das aufklappst, ich habe es auch hier nochmal abgesteppt und die Nahtzugabe befestigt, ich finde es einfach schöner. Und wenn du Knopflöcher und Knöpfe nähen möchtest, dann bitte auch die Knopfleiste verstärken. Ne? Genauso eigentlich an der rückwärtigen Passe und am Rückenteil, also beides rechts auf rechts aufeinander legen, zusammennähen. Und ich habe jetzt auch hier wieder das Ganze nach oben geklappt und die Nahtzugabe befestigt, weil ich finde einfach, dass
ja, es sieht einfach schöner aus. So, wenn alles einzeln zusammengenäht ist, dann nimmst du jetzt die beiden Vorderteile. Kannst natürlich auch die Fusseln vorher abschneiden. Ne? Das ist jetzt nicht so YouTube-like. Aber alles rechts aufeinander legen und an den Schultern zusammennähen. Genau, ja. Also, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, ne? Aber ist ja auch egal. Also alles zusammennähen. Weiter geht's bei mir mit dem Stehkragen und ich finde das immer besonders schön, wenn man den irgendwie farblich absetzt, dann blitzt da so ein bisschen was raus und deswegen habe ich jetzt einen Stehkragen in den Innen dunkel gemacht. Ne? Genau, genäht wird er, ich habe das jetzt glaube ich schon ganz oft erzählt, weil ich das wirklich bei mehreren Schnittmustern habe, einmal, dass du den ersten Teil rechts auf rechts an den ganzen Halsausschnitt jetzt anlegst und oben bitte unbedingt den Zentimeter Nahtzugabe überstehen lassen. Ich verlinke dir hier oben auch nochmal das Video zum Kragen direkt von Finas Kleid. Das ist jetzt nicht so hochwertig, was den Ton betrifft, aber ich glaube, es erklärt die Sache einfach auch ganz gut. Bei Lilly siehst du es auch. Genau, dann wird der Innenkragen rechts auf rechts an den eben angenähten Kragen gesteckt und hier, ne, lieber ein bisschen mehr stecken als ein bisschen zu wenig. da bin ich auch wirklich immer sehr pingelig, weil wenn das verrutscht, dann ja, sieht es am Ende einfach wirklich nicht schön aus. Ne? Also hier lieber eine Nadel mehr und dann einmal entlang nähen. Schön vorne auch da die Spitze treffen, aber bitte nicht die Knopfleiste mit annähen. Wenn dann alles zusammengenäht ist, dann kannst du an den Rundungen da den Stoff leicht einschneiden. Und ja, hier siehst du auch, ne, die Nahtzugabe muss auf jeden Fall überstehen. Jetzt wird alles gewendet und dann an der Kante entlang auch einmal gebügelt, sodass der Kragen richtig schön sich legt und dass die Kante oben schön ausgebügelt ist. Wenn du alles recht sauber genäht hast, dann legt sich da oben die Rundung schön und dann hast du auch da so einen tollen Übergang zur Knopfleiste. Ne? Ja, also ganz, ganz wichtig, bügeln. Alle Nahtzugaben werden jetzt dann auch Richtung Kragen gebügelt und genau, alles nach innen umgeschlagen. Jetzt auch hier wieder alles schön ordentlich feststecken. Denn ja, das ist ja dann von innen zu sehen und das soll eben eine schöne saubere Kante ergeben. Und wenn du den Kragen versäubert hast, das habe ich jetzt hier auch ja, ne, vergessen, wie auch immer. Also der Kragen kann ja versäubert sein. Dann legt sich das eigentlich auch selbst richtig schön nach innen rum. Ja, und an den Rundungen kannst du, wenn du das mit der Overlock versäuberst, auch das Differential ein bisschen hochstellen, dann zieht die Rundung sich dann noch so ein bisschen rein. Also auch so ein kleiner Tipp, ne? Genau, alles schön ordentlich stecken und basteln, denn jetzt wird einmal in einem Rutsch am Ende alles außenrum entlang des Kragens genäht. Ich nehme dann wieder immer gerne meinen Blitzstichfuß, ne? Einen Schmalkantenfuß, wie auch immer. Und dann wirklich einmal alles ringsum festnähen. Und damit ist dann auch der Kragen festgenäht. Genau, und ansonsten, das war glaube ich auch das ganze Knifflige. Jetzt wird nur noch der Ärmel eingesetzt und dann alles zusammengenäht und versäubert. Ich habe das jetzt hier nicht nochmal extra gemacht, denn das habe ich jetzt so oft auch bei der Blusenliebe erklärt und das ist eigentlich mal der gleiche Ablauf und der ist ja auch nochmal in der Anleitung gut beschrieben. Genau, deswegen kürzen wir das Video jetzt hier mal ab. Und du kannst natürlich am Ärmel unten zum Beispiel einen Gummizug reinmachen, da fällt er ein bisschen lässiger. Du kannst den Abschluss unten an der Bluse eben einfach einklappen oder du kannst mit Schrägband versäubern. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen. Und fertig ist die. Und ich habe jetzt ja wieder auch so eine Blusen-Shirt-Variante genäht. Also ich habe einfach die Leisten, Knopfleisten übereinander gelegt und zusammengenäht. Das kannst du natürlich auch machen oder eben dann jetzt die Knopflöcher und Knöpfe annähen. Genau.
Genau, das ist hier die Flutschi-Variante. Die kommt dann morgen oder wenn du später guckst, verlinke ich sie oben. auch richtig toll aus Viskose und dann in schön, also mit doppelter Passe und mit einer schönen Knopfleiste, die innen ein bisschen doller versäubert ist. Also für dann die Detailliebhaber, ich sag's mal so, ne? Genau, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte ein Abo da und einen Daumen hoch. Und genau, ansonsten verlinke ich dir hier noch andere Videos und freue mich auf morgen. Bis dann. Tschüss.